ist unser Partner Matchday Nutrition. Die unterstützen uns heute in dem Stream. Ja. Und wir haben dafür zum Beispiel das Produkt Hydro. Das ist ein Drink, quasi mit Elektrolyte zum Beispiel, den man sehr gut während des Sports trinken kann. Aber auch jetzt für uns hier, wenn wir so ein bisschen Wasser tanken müssen und Flüssigkeit zu uns nehmen, weil über 16 Stunden Stream ist natürlich schon schwierig. Da sollte man ein bisschen was trinken. Genau, deswegen trinken wir das Zeug jetzt quasi, den Drink hier im Stream. Matchday Nutrition hat aber auch zum Beispiel Riegel, die man sich ganz gut reinsnacken kann. Gibt es in drei verschiedenen Sorten: Peanut, Schoko. Cranberry und Schoko. Ich Ja. habe gerade mein Refuel leer getrunken nach dem Spiel, deswegen habe ich eben auch bei euch gesehen. Ja, wir sind natürlich heute gesponsert von Matchday Nutrition, wo du auch Teil bist, schon seit 3,5 Jahren, wenn wir richtig informiert sind tatsächlich. Und das, also wie gesagt, trinken wir eigentlich schon den ganzen Tag, den Hydro. Können wir nur wärmstens empfehlen, muss ich sagen. Also Welche Sorte habt ihr getrunken? du bist Ich Team hab Orange. Orange, das Ich war ganz bin geil. Team Mango Passionsfrucht tatsächlich. Ja, ich bin auch Team Mango Passionsfrucht, ehrlich Guter, gesagt. guter Aber Mann. auch Orange sehr lecker. Und Den vor allem, Vertrag. das ist geil, also wir sitzen jetzt hier tatsächlich schon seit 10 Stunden, muss ich Ja. sagen. Und was Müdigkeit und eher generelles Energielevel und sowas angeht, alles Chico, also wirklich super, muss ich Tipptopp. sagen. Also da kann ich mich Ja, sehe überhaupt ich nicht halt auch beschweren. Also so. das ist Ich echt finde top. es mega geil, halt, dass es vor allem extra für Fußballer ausgelegt ist, ne? Ich glaube, sie würden hier nicht einen Transfermarkt-Stream sponsern, wenn es nicht extra für Fußball ist, Ja, ne? die Zielgruppe passt natürlich. Klar. Ja, ich finde auch die Ernährungswissenschaft dahinter halt mega, ne? Das ist halt gerade beim Boost zum Beispiel, was man vor dem Sport nimmt, dass du halt keinen Abfall irgendwie nach einer halben Stunde hast, wie es viele koffeinhaltige Booster oder so haben. Dass es halt wirklich auf Fußball ausgelegt ist, wo es um 90 Minuten geht, dass man da halt wirklich kontinuierlich den Push quasi hat, um Gas zu geben und ja, alles auf den Platz zu lassen von sich. Eben gerade Booster, dann schön 2 Stunden. Powern, Attacke, ja. aber richtig Attacke. So, und das ist ja im Endeffekt genau das, was du brauchst. Oder dann halt in der Halbzeit einmal kurz Riegel oder jetzt halt den Hydro, um dort da nochmal ja, den Energielevel sozusagen oben zu halten. Also wie gesagt, ohne Zucker, das muss man auch mal wissen. Vegan, glutenfrei. Ja, die Jungs machen schon einiges richtig. Eben, also ich würde mal behaupten, wie gesagt, in Deutschland, gerade so im Profibereich, auch ja noch nicht so weit verbreitet. Aber kann man nur jedem wärmstens ans Herz legen. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es Definitiv. schmeckt, ne? Also, Ja, also absolut. ja, die Riegel schmeckt auch. Also habe ich ja Habt ihr eben. Peanut Butter Ja, probiert? Peanut Butter sehr Ist gut. mein absolutes Favorite. Also ist ja jetzt erst neu gelauncht worden, ist meine absolute Favorite-Sorte. Ich muss mich manchmal bremsen, ne? Weil ja, dass ich auch jetzt nicht mit 8000 Kalorien abends ins Bett gehe. Nein. Aber so ein Riegel hat halt schon 250 Kalorien, deswegen so als kurzen Snacks, das ist mega geil. Nach dem Training, manchmal auch vor dem Training, wenn man vorher irgendwie nicht die Zeit hatte, was zu essen, um einfach noch mit ein bisschen Energie ins Training zu gehen. Richtig geil. Also die Riegel sind bei mir auf jeden Fall an der Tagesordnung. Wie sie da Energy Drinks oder Dextro Energy sich da reinhauen, was im Zweifelsfall absolut ungesund ist. Oder ein Red Oder ein Red Bull. Bull. Was übrigens im Profifußball noch weit Eben verbreitet genau, ist, was ne? weit Also ich verbreitet glaube, ist. es ist gar nicht so im Amateursport, sondern selbst Profifußballer haben einfach noch nicht die Expertise. Deswegen finde ich es auch interessant, dass immer mehr ja, Leute auch einfach auf mich zukommen und sagen, also breit gefächert, ne? Nicht nur Amateursportler, sondern auch Profisportler, die sagen, geil, geiles Zeug, gute Wissenschaft dahinter. Also ist schon stimmig, das ganze Konzept. Eben. Booster empfehlen wir natürlich erst ab, was sagt man, 16, 18, ne? So in dem Dreh. Booster Ja, soll um den man. Dreh auch ein bisschen früher, aber muss halt gucken, ne? Also man die zum Beispiel das Beta-Alanin drin, da drin, das wirkt schon, ne? Da muss man sich auch wohlfühlen mit. Ja. Auch von der Dosierung her muss man so ein bisschen gucken, was für einen passt. Ich komme mit einem Scoop, also mit einem Löffel, der auch dabei ist, immer sehr, sehr gut klar. Das Ganze fängt dann so ab und zu ein bisschen an zu kribbeln in den Ohrläppchen und so. Das ist halt das Beta-Alanin. Ist aber dopingsicher, also braucht man keine Angst haben, dass man irgendwie was Verbotenes macht. Aber da muss man halt ein bisschen gucken, wenn es einem zu stark ist, dass man, ja, weiß ich nicht, ein bisschen weniger nimmt oder mehr. Aber da muss jeder fein mit sein. Braucht man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, irgendwie, dass man was Schlechtes nimmt.
Eben, absolut. Das ist alles, wie du schon gesagt hast, wissenschaftlich sehr, sehr detailliert geprüft, muss man sagen. Weil natürlich, man verspricht was, das muss man auch halten. Und genau. Das wird hier auf jeden Fall gehalten. Und ja, wie gesagt, können wir euch nur wärmstens ans Herz legen.